Und herzlich willkommen zum heutigen Fitness-Quickie, dem Sonnengruß Deluxe. Heute an meiner Seite die liebe Britta. Hallo. Und sie wird uns heute die kleinen Optionen zeigen und ich zeige euch die höheren Optionen. Genau, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Okay, dann kommt einmal an den Anfang eurer Matte, hüftbreiter Stand, Knie locker, soft. Und dann öffne mal die Arme weit über die Seite nach oben. Und zieh dich mal lang in die Bergpose. Öffne wieder die Arme, verschränk deine Hände. Zieh die Hände, die Schultern tief zum Boden, um deine Brust und dein Herz zu öffnen. Mit der nächsten Einatmung öffnest du die Arme nach oben. Und mit der Ausatmung beugst du die Beine. Gehst mit geradem, langen Rücken in die Vorbeuge. Bring die Hände zu deinen Schienbeinmitten, heb die Brust, streck Beine und Arme und komm in den flachen, gestreckten Rücken. Sinke wieder tief in die Vorbeuge, stell deine Hände auf und stepp mit den Füßen weit nach hinten, in den Hund nach unten. Finger weit gespreizt, die Hüfte schiebt zur Decke und die Fersen ziehen tief. Zieh dein Kinn zur Brust und roll dich Wirbel für Wirbel auf in die Brettpose. Die Knie kannst du gerne ablegen oder lässt sie in der Luft. Schön Spannung im Bauch, im Po und dann sinke nach unten. Komm in die Baby-Cobra oder den Hund nach oben. Stell deine Zehen wieder auf, schieb dich in den Hund nach unten. Beug die Beine. Und bring den vorderen Fuß zwischen die Hände in den Lunge, heb den vorderen Arm und dreh dich in den Twist zum Bein hin. Bring die Hand zurück zum Boden und hol den hinteren Fuß wieder nach vorne. Lass dich nochmal kurz hängen, lass die Schultern, den Kopf ganz locker hängen. Und mit der nächsten Einatmung öffnest du wieder nach oben in die Bergpose. Öffnest die Arme, verschränkst die Hände. Ziehst die Schulter nochmal tief nach hinten unten, um deine Brust nochmal weit zu öffnen. Und einatmen, Arme nach oben. Und ausatmen, öffne die Arme, sinke in die Vorbeuge. Zieh die Wirbelsäule lang, lass dich hängen. Und flacher, gestreckter Rücken. Hebe deine Brust noch höher. Zieh die Schultern weg von den Ohren und schau, dass Schultern und Hüfte in einer Linie sind. Mit der Ausatmung sinkst du wieder in die Vorbeuge, stellst die Hände auf und stepp mit den Füßen in den Hund nach unten. Hüfte schiebt zur Decke, Knie gebeugt, Rücken lang. Und zieh dein Kinn ein, roll dich wieder auf, Wirbel für Wirbel, Bauch und Po fest. Und wenn du sinkst, lass die Ellbogen ganz eng an deinem Körper. Atme ein in den Hund nach oben oder die Baby-Cobra. Und atme aus in den Hund nach unten. Beug die Beine, bring den hinteren Fuß zwischen die Hände. Heb den Arm und dreh dich zum Bein hin in den Twist. Hand zurück zum Boden. Bring den hinteren Fuß nach vorne. Lass dich noch einmal kurz hängen. Und dann kommst du mit der nächsten Einatmung wieder nach oben. Mit deiner Ausatmung öffne deine Arme weit und sinke tief in die Vorbeuge. Denk daran, dass du den Nacken lang lässt, wenn deine Nasenspitze zum Knie zieht. Atme ein, bring die Hände zum Schienbein. Heb den Oberkörper in den Tisch, zieh die Schulterblätter weit zusammen und öffne deine Brust. Atme aus, bring die Brust zurück auf deine Oberschenkel, die Nasenspitze zum Knie, langer Nacken. Und dann steppe mit beiden Füßen nach hinten in den herabschauenden Hund. Press mit deinen Händen den Boden unter dir weg. Atme ein, Kinn zur Brust. Komm nach vorne ins Brett, Bauch und Po super fest. In deiner Option sinke tief im Krokodil.
Dann schiebe die Hüfte und die Brust nach vorne in die Babykobra oder den heraufschauenden Hund. Stell die Zehen auf, tauche ein in den Hund, der nach unten schaut. Beuge deine Knie, das vordere Bein mit dem Fuß zwischen deine Hände, hinteres Knie zum Boden oder nicht. Hebe die Arme und den Oberkörper weit Richtung Decke. Atme aus, schieb die Hüfte und die Schultern tief nach unten. Finde Länge mit den Armen und dem Oberkörper. Stell deine Hände am Boden ab und bring den hinteren Fuß zurück nach vorne in die Vorbeuge. Lass nochmal deinen Kopf, deine Schultern weit nach unten hängen. Und mit der nächsten wundervollen Einatmung rolle ich Wirbel für Wirbel auf in den gestreckten Berg. Atme aus und öffne deine Flügel weit, wenn du sinkst. Finde ein letztes Mal deinen Tisch. Mehr Länge zwischen Steißbein und Krone deines Kopfes. Atme aus und falte dich zusammen, ganz klein. Step mit deinen Füßen zurück in den herabschauenden Hund. Spreiz nochmal deine Finger weit. Bring die Brust Richtung Oberschenkel, zieh dein Kinn ein, roll dich mit rundem Rücken noch einmal in die Brettpose, saug den Bauchnabel ein, Po fest und dann sinke langsam tief mit den Ellenbogen zu deinem Rippenbogen. Öffne dein Herz in der Babykobra oder dem heraufschauenden Hund. Stell die Zehen auf und schiebe dein Steißbein nochmal so weit du kannst nach oben Richtung Decke. Beug deine Knie, das hintere Bein zwischen deine Hände. In deiner Option hebe die Arme und den Oberkörper weit nach oben. Atme aus, sink tiefer. Mit der Einatmung zieh deine Fingerspitzen in die Länge. Bring die Hände zurück zum Boden, das hintere Bein zurück in die Vorbeuge nach vorne. Entspann nochmal deine Schultern, deinen Nacken, deinen Kopf. Alles ganz locker. Und mit der letzten wunderbaren Einatmung roll ich Wirbel für Wirbel auf in den gestreckten Berg. Und wenn du deinen Atem loslässt, öffne deine Arme zurück in die Bergpose. Sehr schön. Das war unser Sonnengruß Deluxe. Du kannst gerne die Einsteiger-Sonnengruß-Sequenz, die wir vor 2 Wochen hochgeladen haben, ins Netz davor setzen. Dann hast du einen schönen Einstieg am Anfang des Tages, wenn du beide Sonnengrüße zusammen machst. Du kannst sie auch einzeln machen. Du kannst es auch gerne am Abend machen, sodass du ein bisschen von deinem Stress runterkommst, dich entspannen kannst. Und dann wünschen wir beide euch viel Spaß. Bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.